Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, jetzt kommt der große Abrisshammer hier zum Vorschein. Wir werden erstmal. Ja, wir werden erstmal die Versorgung da hinten kappen. Wir werden uns die Tasche voller Zeugs nachher am Ende haben und voller Zeugs, was wir gar nicht haben wollen, was wir in Kisten ablagern müssen und oder wir irgendwo verstecken müssen. Hier wollten wir auch noch ein bisschen die Sache verschönern hier mit den Förderbändern. Das muss ich irgendwie noch hinkriegen, dass hier ein Förderband eins weiter innen läuft und dann hier. Das sieht ja aus hier wie Mucks und Mulle, dass das hier über die Straße geht. So, aber hier werden wir es erstmal abkappen. Ab hier. So. Dass dann hier nicht mehr allzu viel nachläuft, wenn wir hier was abreißen oder sowas. Sollte eh nicht vorkommen, aber kann passieren. So. Ob ich das jetzt abreißen muss oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall hier oben näher rangehen an das Limit, was hier oben nötig ist. Oder möglich ist. Für die Rohre. Das heißt, wir werden die Rohre, naja gut, zwei Felder weiter oben legen. Ich glaube, ich brauche da gar nicht so viel abreißen, aber sicher ist sicher, dass wir das irgendwo ein bisschen abkappen, damit da nicht irgendwie was nachher nachläuft, was wir gar nicht nachlaufen haben wollen. Huch, haben wir das nicht gebaut. So, hier das Rohr, da das Rohr. Hier ein Rohr, da ein Rohr. Hier ein Rohr. So, das ist erstmal der erste Streich, den wir jetzt hier machen wollen. Dann müssen wir hier mal den Strom und alles abreißen, alles was hier ist. So, das Ding da raushoppen und die Dinger hier raushoppen. Weil die brauchen wir dann auch nicht mehr. So. Das muss auch weg hier. So. Jetzt beschweren die sich schon wieder über Dinge, die sie sich gar nicht beschweren sollen. Hier haben sie Computer gesteuerten Flieger. Wa? So. Der kommt auch weg, der kommt auch weg. Der kommt auch weg. So. Gut. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Platz geschafft. Nur ein bisschen erstmal. Das wird noch lustiger. So. Wir müssen nämlich hier komplett nach unten durch. Das hier alles, das hier unten, das ist dann alles hinfällig. Also ab hier müssen wir die ganze Reihe abreißen. Weil das kann man jetzt gar nicht mehr gebrauchen hier. So, bis dahin durch. Ne, das kann bleiben. Das kann da bleiben. Das ist ja der Ausgang. Das muss weg hier. Das habe ich alles so schön gebaut. Und jetzt mache ich das alles wieder kaputt. Bin ich ein Held. So. Dann müssen wir das hier auch alles wegreißen. Überlege gerade, ob ich noch 12 von den Dingern mir mache und dann vielleicht 4 untereinander und dann mal gucke, dass ich die den Rest da hinkriege. Der hier unten ist, dass wir das. Was denn das hier? Wieso kann ich denn immer nicht? Manchmal baut er ab, manchmal nicht. So. Machen wir nochmal den ersten Versuch. So, die Reihe bleibt. Die dritte Reihe bleibt. Ist aber hier erstmal irrelevant, weil die Bienen gehen auf die erste Reihe. Die werden hier zusammengeführt, quasi, an der Stelle. Und dann werden die beiden zusammengeführt auf die Ebene, die hier ist. Gut, also zusammengeführt heißt, sie werden hier, natürlich kommt das da runter und dann geht das da drauf. Und dann ist das Rohr hier bis hier erstmal weg. Dann ist das auch weg hier. So. So, dann kommt hier ganz einfach ein nach unten gesetzt. So. Die Dinger, die muss ich dann alle irgendwo unterkriegen hier. Da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Kisten bauen für. Und dann werden wir das mal alles abreißen hier. So. Gut. Dann heißt es, wir müssen. Also, das ist ja. Das ist jetzt leider. Oh Gottes, ist das jetzt so gekommen? Es tut mir auch leid. Dritte Reihe. Das heißt also, wir können maximal. Warte mal, die Reihe. Dann können wir hier das eine Rohr langlegen und darüber das andere Rohr. Das heißt, die können maximal hier stehen. Also der kann maximal nur ein runterkommen, okay? Ist auch nicht weiter schlimm, das kriegen wir hin.
Wir gucken mal, der ist ja quer, ist der ja nicht so hoch, oder? Nee, der ist quadratisch. Okay, dann ist es egal. Na gut, das ist eigentlich ist es nicht egal, weil wegen Rohren, dann könnten oben und unten ein Rohr. Ja, na gut, 4 Rohre brauchen wir trotzdem. Da geht kein Weg dran vorbei. Wo ist das Ding hingekommen hier? Was wird abgerissen? Und da ist die Filtration Unit. So. Also, wir haben 2 verschiedene Rohre, die da rankommen müssen und weitergeleitet werden müssen. Die Länge hätte ich gerne eigentlich wieder die gleiche, ne? Gib mir mal so ein Rohr her hier für das Zeug. Da muss der Anschluss dann hin für, okay. Filtration Unit. Da muss der Anschluss hin. Oh, ja, das sieht gut aus. Das passt so. Gut, dann kommt daneben jetzt die Fabrik hin hier, wie gewünscht, aber ein Stück tiefer. Ein bedeutendes Stück tiefer sogar. So, dann brauchen wir hier mal unterirdisches Rohr. So, da geht jetzt momentan das Zeug ran. Das ist natürlich Blödsinn. So. Hm? Ist zu nah gebaut? Ich hätte jetzt aber erwartet, dass es bis dahin geht. Ah ja, ich habe die zu nah dran gebaut. Mache ich das gleich nochmal wieder. So. Fabrik. Steht. So, die muss denn da dran. Okay, so. Und dann wird das einfach bloß durchgeleitet. Okay, das kennen wir ja schon. Das wird dann einfach so durch hier durchgeleitet. In der Höhe. So, weg damit. So. Das nehmen wir auch alles mit hier. Da gibt es kein Pardon mehr. Das wird hier alles erstmal entfernt. So. Das wird auch entfernt. Damit hier nichts Blödsinn passiert. So, gut. Dann kann quasi der Ausgang von dem, kann ja bis da gehen. Dann brauchen wir 2 Förderbänder dazwischen. Und das andere Rohr. Wie viel tiefer kommen wir dann hier? Das ist gar nicht so viel tiefer, was wir kommen, ne? Wo haben wir? Da haben wir. So. Ja, doch, das ist schon ein Stückchen, was wir tiefer gekommen sind. Gar nicht mal so ohne. Okay, gut. Brauchen wir dort dies mit den Förderbändern so, wie es da ist? Ja, brauchen wir. Okay, gut. Dann... Den Crusher, den können wir natürlich auch wieder daneben stellen, das ist richtig. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wenn jetzt dieses Förderband hier direkt dran vorbeiläuft. So, wo die Geoden drinnen abgekneifen werden. Also hier sollen ja bloß die Geoden dran vorbeilaufen. So. Hier laufen die Geoden dran vorbei. Dann, Quatsch, das ist nicht das, was ich brauche. Das ist auch nicht. Das ist das, was ich jetzt brauche. So. Ja. Halt. So, dann kann denn jetzt hier das Förderband quasi nach unten gehen. So. Und das ist quasi das, was denn hier auf diesem Förderband mit drauf geht. So, weil das ist das zweite Förderband dazu. Gut, das haben wir schon mal soweit. So, und jetzt haben wir hier oben Platz für die Dinger, so viel wie geht. So, und so viel wie geht heißt, ja, das wird natürlich interessant. Jetzt sind die Flotation Cells, ne? So viel wie geht heißt ja, dass die bis unten am Rand stehen. Können sie nicht, weil sie da das Wasser brauchen. Gut. So. Gehen sich nur 3 aus. 3 übereinander, keine 4. So, und wenn wir die Ausgänge nach da legen, haben wir keine Möglichkeit,
das Material reinzubringen, ne? Doch hätten wir, da müssen wir etwas breiter werden. Wir haben sogar 4 untereinander. Haben wir den Platz noch, um breiter zu werden? Den müssten wir eigentlich noch... das könnte mit den Rohren schwierig werden. Da müssen wir gucken, wo wir dann die Rohre durchlegen. Aber... doch, kriegen wir hin. Gut, das heißt also, wir müssten hier breiter werden. Da müssen wir mal gucken. Wenn wir hier schon anfangen breiter zu werden, wenn wir das alles breiter machen... das wird kritisch. Das wird kritisch. Also wir brauchen hier den Eingang und dann den Ausgang. Der Ausgang, der kann ja ruhig hier unten durchgehen und kann ja dann hier unten ablaufen. Da geht ja Sulfuric Wastewater, das geht ja hier mit drauf. Auf die Leitung geht das, kann ich das mit drauflegen. Das ist gar kein Problem, also auf die hier unten lang läuft, dann kann ich ja hier... Sulfuric Wastewater kann ich ja einsammeln und wegbringen. Das ist kein Thema. So. Gut, das heißt also im Groben und Ganzen müssen wir hier dann quasi Anschluss legen. Hier kommt dann ein Anschluss. Hier liegt dann. Komm, ich finde mal ein Buch. Hier liegt dann das Förderband. Ja, das muss ich denn von vorne rein. Also das muss ich von vorne anfangen, damit ich dann hier hinten weiß, wie viel Platz ich habe. Alles klar, dann bauen wir das so. Gut, also, Abrisskommando kommt. Und dann müssen wir uns das mal angucken, wie wir das denn. Da müssen wir noch das Wasser durchkriegen und so. Wovon wir jetzt aber auch nicht mehr nach oben abtransportiert werden. Die Leitung geht stiften hier. Ganz großes Reinmachen ist hier angesagt. Weiß auch noch nicht, was ich mit dem mineralisierten Wasser mache, wie ich das dann hier durchkriege, aber das sehen wir dann auch noch. So. Das werden wir auch noch irgendwo verlegen. Und dieses ganze komplizierte Gedrödel hier, das kommt da erstmal weg. So. Das mit dem Sandabtransport wird dann noch interessant, ob das alles über eine Leine geht. Also ob das wirklich, das müssen wir ja dann immer dann einspeisen in das, wo es gerade reingeht. Ne? Warte mal, wie habe ich das da geplant? Da habe ich ja noch gar nicht geplant, aber da habe ich ja hier, ein bisschen Platz habe ich geplant. Das geht schon. Das kriegen wir schon hin. Wir brauchen nochmal 2 Platz. Ne? Wir brauchen nochmal 1, was dann da geht und 1, was so geht, ja. Das haben wir schon eingeplant. Gut. Okay, na gut, wir hätten hier natürlich auf der Seite noch Platz, ne? Aber dadurch gewinnen wir dadurch so viel Platz. Mal. Kann ich die noch, dann kann ich die vielleicht da hinstellen? Warte mal. Was ist hier noch dazwischen? Ist ja scheißegal, die kann ja oben und unten einen Greifarm kriegen. Hier vielleicht das gar nicht mal mehr so da oben anbauen, sondern das hier wirklich runterziehen mit den Geoden, wenn wir eh breiter werden. Ja, warte, das probieren wir davon mal aus. Wenn wir eh breiter werden, dann können wir vielleicht noch ein paar mehr da reinkriegen. Zeug. Das hier reingeraten. Na, müssen wir auch da rein zu geraten? Kann ich hier hinten einen Dreifach-Balancer machen, dass ich das hier auf die 3 Lines drauflege. Keine Ahnung.
passt da nicht dazwischen, ne? Quatsch. Scheiße, Mann, nein. Okay, dann ist das jetzt die Abrissfolge, würde ich sagen. Und die nächste Folge ist dann die Aufbaufolge. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir da hinkommen, weil das wird ja alles breiter jetzt hier. Aber das kriegen wir schon noch geregelt. Schlimm ist das ganze andere Zeug, was wir uns jetzt hier reinladen, hier diese ganzen blauen Murmeln und was nicht alles. Das macht ja unnötig das Inventar voll. Ah, da muss ich denn meine Kuh, die Kiste hinmachen hier. So, zack. Das blaue Zeug erstmal reinschmeißen hier. Die Runen kann ich auch reinschmeißen da. Die muss ich dann nachher alle wieder einsortieren in die Produktion. Wenn es denn soweit ist. So. Gut. Jetzt haben wir hier oben erstmal genügend Platz, um uns da mal was auszudenken, wie wir es gerne haben wollen. So. Denn. Ja, Platz haben wir, ein bisschen Platz lassen wir auch. Und wir fangen deswegen mit dem Förderband. Wir wollen wir hier uns ein bisschen Platz lassen für die Rohre. Wie wir sie dann verlegen wollen am Ende, weil wir das noch nicht wissen. Hier an mit den Rohren, dann mit dem Förderband. So, hier ist quasi das Ausgangsförderband. Wo dann eine Flotation Cell, die wir jetzt ja so aufstellen wollen. Stehen darf. Da wollen wir auf jeden Fall hier erstmal untereinander machen. Und dann gucken wir mal von unten an gesehen, wie wo wir hinkommen, wenn wir mit dem Zeugs hier das hinbauen wollen. Ach, wir müssen jetzt mal gucken, wie breit wir werden. So, das wollten wir erstmal rausfinden. So, das heißt also, hier machen wir dann quasi 5 Platz dazwischen und bauen die nach oben. So. Dann kommt hier auf jeden Fall ein Rohranschluss überall lang. Ne? Ja, ja. Hier ein Rohranschluss überall dran. Sind die denn jetzt, was ist denn das für ein, wie viele Kacheln sind denn die breit? Na, 3 oder sind die 4 Kacheln breit? Sind 3 Kacheln breit, ne? So, wenn ich hier nämlich ein Rohr mache und da ein Rohr. Nee. Da kann ich ja immer hier auf der Ecke. Da brauche ich gar nicht breiter werden. Aha. Interessant. Auch gar nicht breiter werden dadurch. Nur hatte ich das breiter werden eigentlich jetzt so fast für einen Segen gehalten, aber theoretisch bräuchte ich es gar nicht. Ja, zumindest ist es hier beim Rausliegen nicht das Problem. Alles klar, okay, naja gut. Weil der oben, ne? Und hier unten sogar, also hier kannst du jeweils immer einen, diesen 5 breit, alles klar. Alles klar. Hm. Ja, dann breiter werden oder nicht breiter werden? Theoretisch kann man die Möglichkeit hier oben einen Greifer, also wir könnten 2 Greifer, die sogar einlegen, machen, wenn wir es bräuchten. Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Aber könnte man machen. Uff, ja, theoretisch geht das so, ne? Einfach übers Rohr drüber weg. Ich denke mal, das reicht bei der Produktionsgeschwindigkeit, die die Dinger haben, vollkommen aus. Ja, dann machen wir ruhig breiter. Dann könnte man die hier auch noch breiter machen. Einfach denn der Optik halber. Was ist das mit den Strommasten in der Mitte vielleicht auch ein bisschen besser? Dann knapp's mal schon wieder einen weg jetzt hier von der Rohrverlegungsgeschichte, aber das ist erstmal nicht wieder schlimm. Ja. Weil wie schnell wir da rauslegen, das ist eigentlich auch so ein Wumpig. Also das Ding, das produziert ja jetzt nicht mega schnell. Gut, also die Breite haben wir. Okay. Auf der Breite können wir uns austoben. Dann ziehen wir das mal durch. So, wenn wir die Breite haben, dann müssten wir ja irgendwann mal quer kommen. Wir bauen hier noch einen drunter und dann gucken wir mal, ob wir das da unten hinkriegen, wie wir das haben wollen. Station Cell MK2. Komm mal her hier. So. So. Ne.
So, das ist dann hier der Ausgang. So, dann geht's hier zurück mit den Geoden. Und hier geht's noch unten mit den fertigen Produkt. So. Gut. Und dann müssen wir jetzt hier unten quasi gucken, dass wir die Geoden zerstampft kriegen. Und die Dinger da. Dass die Dinger befüllt werden. So. Und dann müssen wir noch den Sand hinten kriegen. Jetzt sind wir schon zu tief eigentlich. Wir müssen den Sand hier noch auf die Seite kriegen hier. Wie groß ist denn jetzt eigentlich dieser Dreier-Dingenskirchen-Bumsens-Dingsens da? Wo ist denn der? Ticken zu groß für die Seite und Ticken zu groß für die Seite. So, und man muss immer noch überlegen, dass hier Sand rauskommt mit, ne? Aber man könnte jetzt natürlich die Filtration Unit hier hinten einfach. Aber warte mal, wir haben hier einen Platz, haben wir ja eigentlich noch genug. Die Filtration Unit reicht ja aus, wenn die hier hinten steht. So, zwei Rohre raus. Warte mal, die kann auch bis da unten hin. Zwei Rohre raus, sind wir dabei. So. Und ein Rohr rein. Dann muss das gar nicht mal so eng hier beieinander stehen. Dann können wir das vielleicht noch schöner bauen. Dann machen wir den wieder hier oben hin auf die Ecke. So. Dann geht hier das Förderband wieder runter. Bis dahin. Hier kommt das Förderband. Mit dem Teiler. Dann geht hier der Scheiß weiter. Und der Scheiß geht da. Oder geht hier runter. Also hier kommt auf jeden Fall Sand und Dings raus, ne? Das haben wir, das ist schon mal klar. Dann machen wir bloß zwei Rausleger, dann ist das hier schon mal ein kürzer. Und zwei Reinleger. So. Dann kommt hier nämlich schon der Trenner hin. Und dann können wir hier das runterziehen und bauen. Hier links und rechts die Dinger auf. So. Das geht dann hier irgendwo dann da rein. Keine Ahnung, wo das rein muss. Wahrscheinlich genau falsch schon wieder, ne? Das muss wahrscheinlich in dem oberen rein jetzt. Ungünstig, aber möglich. Na gut, aber wir können ja hier immer noch von hier aus hochgehen. Hier aus hochgehen und dann ran. Wird schwierig. Wir können es auch noch eins höher setzen. Zur Not. So, gut. Also das geht theoretisch. Dann müssen wir hier die Schwefelsäure hinkriegen. Das kriegen wir hier unten drüben. Das kriegen wir hier in dem Gang auf jeden Fall geregelt. Purified Water müssen wir hier irgendwo hinkriegen und dann ist das gut, ne? Ja. Gut, dann macht der nämlich hier rechts auf jeden Fall den Geodenzeugs. Oh, links natürlich. So. Dann macht er das Geodengelumpe da rein. So. Raus kommt ja bloß noch Schlabberschleim und dann muss da hier muss dann natürlich die Schwefelsäure rein oder das raus, je nachdem. Warte mal, wo kommt das denn hin, wenn ich das jetzt hier einstelle? Muss das Zeug, was hier ist, kommt sogar auf der Seite ran. Alles klar, das ist gut. Damit kann ich leben, das ist gut. So, dann müssen wir das nur wieder da unten an den untersten Rohr anschließen, was hier unten eh ganz unten liegt. Alles klar, das kriegen wir auch hin.
Hier müssen wir die Schwefelsäure durchschleifen und irgendwo müssen wir das Purified Water hier noch durchkriegen. Aber das brauchen wir ja hier, ne? Das Wasser, dann brauche ich das Purified Water eh schon hier. Das heißt, das legen wir hier eh nur nach oben. Erstmal und dann geht das von oben lang und dann geht, das wird hier eingesammelt und läuft dann hier unten zusammen. Das können wir ja hier dann zusammenlegen und hier unten einmal in der Mitte wieder raus. So. 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 Und hier, das legen wir dann von hier nach da oben. Unterkante ran. Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann können wir das hier auch schon mal so verkabeln hier. So, so. So, das ist nämlich der Eingang hier. Dann brauchen wir bloß hier die Schwefelsäure rüberbringen. Genau, Schwefelsäure haben wir. Der Ausgang kommt dahin. Das kommt dahin. So, was haben wir? Brauchen wir das Zeug hier lassen jetzt hier? Das mineralisierte Wasser. Kommt da oben in der Mitte. Okay, warte mal, das müssen wir auch noch nach unten holen. Okay. Kein Problem. Gehen wir auch hin. So. So. Achso, da kommen wir ja nicht durchlaufen. Das ist das Einzige, wir kommen jetzt wieder nirgendwo durchlaufen hier. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, der Plan hier. Wie das so angedacht ist hier. Okay, jetzt haben wir uns wieder eine Sackgasse gebaut, aber okay, das ist aus Platzgründen natürlich dann mal möglich. So. Gut. So kriegen wir 10 Stück dahin, wo wir vorher noch 4 hatten. Und das machen wir 6 mal hintereinander. Nochmal 60 Stück von den Dingern. Ich denke, das sollte dann durchaus gut was abtransportieren, auch von dem Zeug hier. Na gut. Das sieht schon mal gut aus. Also, jetzt haben wir zumindest einen Plan, wie wir das machen, dass da hier wirklich was passiert. Die Frage ist, ob das denn hier hinten noch nachkommt oder ob uns das hier dann alles wegschluckt oder sowas, aber das wird sich hoffentlich werden die unteren 3 Reihen ausreichen, um das hier zu bedienen. Man könnte es theoretisch ausrechnen. Das hätte ich jetzt eigentlich auch mal machen können, dass ich das ausrechne, weil hier kommt dann doch schon ganz schön viel Sand, glaube ich, auch raus aus den Geonen, die dann hier ankommen, aber das müsste sich hier durchaus mit vertragen. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal ganz kurz, das machen wir noch schnell. Das mineralisierte Wasser hätte ich gerne noch hier drüben. Warte mal, das müssen wir dann auch mal hier kurz mal nochmal hier kurz setzen. So, das hätte ich dann hier gerne. Wo muss ich es denn hinziehen? Mineralisiertes Wasser brauche ich hier in der Höhe. Müssen wir mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Das sieht schon mal gut aus. Und dann müssen wir mal gucken, ob das hier ausreicht. Das reicht auch aus. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal da, wo es hingehört. Das mineralisierte Wasser. Das müssen wir dann nur noch, ja, durchoptimieren, dass es dann noch dahin kommt, wo es hin muss. So, dass es damit angekettet. Und das wird dann hier einfach runtergezogen und damit draufgelegt. Komm. Ja. Das wird dann damit draufgelegt. Ist natürlich jetzt schwierig, aber wir kommen ja immer hier an den Anschluss ran. Ne? Ach, jetzt haben wir gar nicht darauf geachtet, dass wir hier hoch genug sind mit dem Ding, ne? Dass wir da die Förderbänder unten durchkriegen. Weil ich müsste mal einen höher stehen, aber wir brauchen ja noch die Fabrik, genau. Wir brauchen noch die Fabrik hier dran, so. Dann müssen wir auch noch Purified Water hierher kriegen. Gut, das machen wir denn da, den Anschluss, weil Purified Water haben wir da von oben.
Kommt ja hier Purified Water an. Die Frage ist, ob jedes dieser Dinger mal Purified Water braucht, weil wenn die nächsten Bollos, die brauchen irgendein anderes Wasser, dann passt das alles wieder nicht. Mit dem Purified Water hier, den Anschluss. Na gut, okay, dann ziehen wir das Purified Water hier unten einmal auch durch. Dann... Oh, mit. Purified Water. Geht auch so. Gut. Und das mineralisierte Wasser müssten wir eigentlich auf der Ebene durchlegen und dann einfach nach unten legen. Eigentlich müssten wir das wirklich auf der Ebene durchlegen hier. Mineralisierte Wasser. So. Und dann hier einfach nur nach unten legen. So. Dann können wir es hier mal durchziehen. So, dann haben wir hier dann nachher die beiden Hin- und Her-Dinger, die dann das machen mit dem Filter. Und so, und dann sind wir ein bisschen zu tief eigentlich. Mit dem Teil, aber da müssen wir dann mal gucken, wie wir das Shift kriegen. Aber so beim zweiten, her, das ist bloß für einen. Das ist nur bei einem wird es ein Problem und da kriegen wir wahrscheinlich das nicht unterirdisch einmal komplett durch hier, ne? Ah. Dann müssen wir es hier unterirdisch einmal durchlegen. Da kriegen wir es ja durch. Hier braucht ja nichts stehen. Okay, also wir kriegen es unterirdisch durchgereicht. Da müssen wir dann einmal den Umweg gehen. Ist ja nicht mehr das Schlimme, das schaffen wir ja dann auch. So. Gut. Alles klar. Das sieht auch schon mal jetzt schwer nach dem Plan aus und nach dem schweren Plan aus. Wir müssen hier noch alles weitere wegreißen, was hier hinten ist. Wegreißen, wegreißen, wegreißen. Das alles auch hier oben wieder rausreißen. Das brauchen wir da jetzt gerade nicht. Das stört uns nur. Das hoffentlich geht dann hier so, dass das dann halt sich langsam runter fördert. Und dass die drei Produktionsstätten, die wir da haben, ausreichen für das, damit wir die anderen drei immer auf die Vierer-Lane dann auflegen können, dass sie dann ordentlich was produzieren. Zumindest ist das erstmal die Hoffnung, dass wir dann hier drei Lanes rauskriegen, die wir dann auch durchlegen können. Wovon wir dann natürlich ein oder zwei, also beziehungsweise bei einer abzwacken für die Dinge, die wir dann hier hinten noch bauen werden. Das wird auch nochmal alles abgerissen. Ach Gott, naja, wenn man sich vorher einen Plan machen würde, wäre es vielleicht auch ganz schön. Habe ich das wahrscheinlich viel zu groß gebaut hier. Ja, egal, wie viel produzieren die denn hier? Was ist denn die MK2? So. MK2 macht eine Geschwindigkeit von 2, braucht 2 Crushed und 50 Purified Water. Wenn das 2 Crushed, also einen pro Zeiteinheit, dann brauchen wir 60 von den Dingern pro Zeiteinheit. So, 60 von den Dinger pro Zeiteinheit für diese Fabrik hier, die wir da aufbauen wollen. Wir haben, wie viel haben wir hiervon? Hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7, 7 sind, mal 2 sind 14, sind 52 davon. 52 davon stellen her. Was ist das hier? MK1 Kristallisierer. Nicht den Crush Zephyr, sondern das hier. MK1 2,66 Made in 2,66. Einer pro 2,66. Warum lange nicht? Gott langt nicht. Time to craft für einen 2,66 Zeiteinheiten, das heißt wir brauchen 2,66. Gott langt nicht. Das, was wir da bauen wollen, würde diesen ganzen Kram hier komplett leer lutschen. Also alles leer lutschen, was hier ist. Okay. Also die brauchen 10, dann machen wir lieber 20. 2,66 mal. Was haben wir da? 52. Das ist ja schon wieder kritisch. 52 durch 2,66. Wir machen ja gerade mal 20 Stück pro Zeiteinheit. Ah. Wenn wir hier 30 dann da hinten wegsaugen wollen. Uiuiuiui, Tiffy.
Ich ahne Böses, was ich vorhaben werde. Naja, egal. Gut. ich ahne echt Böses gerade. Aber das Konstrukt lassen wir erstmal so. Das ist okay, auch wenn wir da nicht durchlaufen können mehr. Also dann müssen wir mal im Kreis drum rumlaufen. Dann kommen wir hier. Dann müssen wir hier natürlich auch die Lücke lassen für das Rohr, was da durchkommen muss immer, ne? Also für dieses Refill-Zeugs und für alle Rohre, die hier so durchkommen müssen. Wie haben wir den Anschluss eigentlich hier ins Purified Water gemacht? Noch gar nicht. Ah, okay. Das ist natürlich auch sehr clever. Den müssen wir natürlich hier oben auch noch machen. Das Purified Water muss natürlich hier oben auch mal noch mit durch. Na gut, da kann ich in Ruhe langlegen. So. Der ist ja dann auch nicht an der Stelle. So, dann jetzt hier hoch. Da ist die Kreuzung. Jo, ist ja gut. Na, dann haben wir das Water schon mal an den Stellen, wo wir es hinbrauchen. Alles klar. Okay, okay, okay. Gut. Ja, das ist jetzt sehr platzsparend so lang gebaut. Und eigentlich viel zu viel. Wir kriegen gerade so 19,5 Teile pro Sekunde. Das ist eigentlich recht zwei von diesen Konstrukten aus. Damit wir das, die drei Bänder eigentlich die ganze Zeit leer sorgen, wenn das hier unten volle Produktion braucht. So bitter, wie es klingt, so ist es halt. Gut. Hätten wir vielleicht vorher mal rechnen sollen. Alles klar. Also dann, wir haben wieder 36 Minuten geschafft. Wir sind wieder über dem Schnitt gekommen. Ich werde jetzt an dieser Stelle speichern. Das war die Sonntagsfolge von Factorio hier aus Digim Studio. Da war halt so eine Abrissprobierfolge. Ich würde sagen, wir nennen sie erstmal Abrissfolge. Das, was wir hier am Ende gebaut haben, das werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal überdenken. Das ist dann doch ein bisschen zu klobig und zu groß eigentlich für das, was wir damit machen wollen. Das geht gar nicht so, wie wir es haben wollen. Leider, leider, leider. Ja, ich werde darüber nochmal nachdenken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch Spaß gemacht hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig freuen. Bis denn. Tschüss.